Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Claudia. Raglan stricken macht Spaß. Ich bin voll im Strickfieber. Deshalb geht es auch heute weiter mit meiner Raglan-Jacke. Und zwar sind wir ja noch im Stricken. Gemacht werden muss noch Punkt 5, 6 und 7, Rumpfärmel und Kragen. Und ich habe, auch wenn es jetzt hier so als Reihenfolge steht, ich habe aber keine festgelegte Reihenfolge. Ich gehe immer projektabhängig vor. Manchmal stricke ich zuerst den Rumpf und dann die Ärmel, manchmal umgekehrt. Manchmal stricke ich auch parallel Rumpf und Ärmel, immer fortlaufend. Das entscheide ich eigentlich immer erst, wenn es soweit ist. Und ich bin hier mal im Ganzen auf der Büste im roten Streifen. Da fehlt noch ein gutes Stück. Gelb, schwarz ist fertig und un ganz unten kommt ja noch grün dran. Ich habe mich jetzt entschlossen, bevor ich den Rumpf weiter stricke, möchte ich erstmal den Kragen machen. Denn wenn der Kragen fertig ist, dann hat das ganze Halsloch und der ganze obere Bereich sehr viel mehr Halt. Und ich kann viel besser anprobieren und die Gesamtlänge dann festlegen. Deshalb geht es heute weiter mit dem Schalkragen. Und noch als Tipp zwischendurch, ich habe mega locker gestrickt, fast ein bisschen zu locker. Und je lockerer man strickt, desto wichtiger wird es, im Hängen zu messen. Das ist nämlich dann ein Riesenunterschied, ob ihr liegend oder hängend messt. Also immer hängend, wenn ihr sehr locker strickt. So, und hier ist das Ganze nochmal auf meinem Arbeitsplatz. Gelb, schwarz, rot. Und hier oben ist der Kragen, um den es geht, denn das Ganze, ich will ja hier an der Rippenblende noch etwas anstricken, einen Streifen quasi, der dann in das Halsloch eingenäht werden soll, später als Schalkragen. Das kann man nicht von Anfang an mitstricken, das geht schnitttechnisch gesehen nicht, man muss das später machen. So, und damit ihr das auch richtig seht, mal, ups, etwas größer gezogen, so müsste das aber eigentlich ausreichen. Also, ich nehme mir also dieses vordere Stück der Rippenblende und stricke mir jetzt aus jeder Masche der Rippenblende eine Masche heraus. Unterm Maschenanschlag, aber nicht ganz direkt unterm Maschenanschlag, sondern aus der ersten richtigen Masche, die sich darunter entwickelt hat. Ach, das muss ich abschneiden. Das ist hier, hat sich so ein Faden gezogen. Kleinen Moment. So. Hier ist eine linke Masche und hier ist die erste rechte Masche und in die gehe ich rein. Und wie gesagt, nicht direkt unterm Maschenanschlag, sondern in die erste richtig ausgebildete Masche und hole mir dann den Faden von meinem Restknäuel nach vorne durch. Bei der linken genauso und so durch alle 15 Maschen, die ich da vorher als Rippenblende dran gestrickt habe. Ich stricke dann quasi in die umgekehrte Richtung weiter. Im Zweifel stecht lieber ein bisschen tiefer ein als zu hoch. Das sieht, ups, Moment, ordentlicher aus. Jetzt habe ich meine Reihe verloren. Ist das zu fassen? Da.
Ja, man muss sehr genau hingucken, dass man nicht die Reihen in der, wo man einsticht, verwechselt, dass man immer auf der gleichen Höhe ist. Und so einmal durch die ganze Reihe bis zum Ende. Und die Randmasche dürft ihr auch nicht vergessen. Die wird ja auch gebraucht. Es gibt hier auch natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Maschen rauszustricken, ist klar. Aber ich komme mit dieser immer gut zurecht. Die ist sehr einfach. Und was schauen wir mal eben zählen. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Warum sind das jetzt so viele? Habe ich mich bei irgendwo vertan? Ach so, nee, nee, passt schon. Da sind die Randmaschen mit dabei. Ich habe am Anfang, bevor die Rippenblende losgeht, drei Maschen aus dem Vorderteil quasi. Und plus die Randmasche. Ja, das kommt gut hin. Dann stricke ich jetzt die erste Rückreihe. Schlingenrand, erste Masche rechts abheben. Erste Masche nach der Randmasche ist auf der Vorderseite eine rechte Masche. Ich bin in einer Rückreihe, also muss ich sie links stricken und stricke dann in der Rippeneinteilung eins rechts, eins links weiter. So, und rechts kommt jetzt. Links, rechts und dann kommt die Randmasche. Ich stricke jetzt die Randmaschen hier an der vorderen Kante, stricke ich weiter als Schlingenrand, damit die Kante schön gerade weiterläuft in der gleichen Optik. Mir ist aber der Schlingenrand für das spätere Annähen hinten ins Halsloch rein zu locker, zu wabbelig. Da habe ich nicht genug Festigkeit drin. Deshalb stricke ich die Kante, die ins Halsloch eingenäht werden wird, als Knötchenrand. Also immer rechts. Das müsst ihr nicht so machen, aber ich nähe lieber alle Kanten, die halt später eine Naht ergeben, als Knötchenrand. Das fällt mir ein bisschen einfacher dann. So, weiter im Rippenmuster. Und die N-Reihe zu Ende gestrickt habe, zeige ich euch mal. Da müsste man schon sehen können. Rechts, links abheben. Da müsste man schon sehen können, dass ich das ziemlich gut aneinander fügt. Man sieht kaum den Ansatz, fährt ein klein wenig, wenn man richtig hinguckt. Von hinten sieht das Ganze so aus. Hier ist ziemlich viel. Ich habe halt tief eingestochen, aber das sieht man ja nicht beim Schalkragen später. Hauptsache von vorne sieht es sehr ordentlich aus. Ich hätte auch, ach so, halt, erst noch gesagt, das stricke ich jetzt als Streifen hoch und ich mache das gleiche auch auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich auch einen Streifen hoch stricke. Und wenn ich das gemacht habe, geht es weiter hier im Video. Jetzt möchte ich euch aber trotzdem noch mal etwas anderes zeigen, weil hätte ich es am Anfang nicht so eilig gehabt, mit dem Stricken anfangen zu können, wäre mir etwas eingefallen, eine geschicktere Lösung, und zwar einen offenen Maschenanschlag zu machen, wo man einfach eine Luftmaschenkette häkelt. In einer anderen Wolle
und sich einfach, klar, wir haben 15 Maschen in der Rippenblende, also würde ich die 20 Maschen lang machen. Völlig egal, wie die aussieht. Schön locker, dass man später da einstechen kann. So, das soll jetzt mal reichen. Also ihr häkelt euch einfach hier eine Luftmaschenkette und strickt dann die Maschen für den späteren Schalkragen, also diese 15 Maschen plus eine Randmasche vorne und Randmasche hinten, aus dieser Luftmaschenkette heraus. Ich verrücke dauernd, es tut mir leid. Na komm. Einfach in eine Luftmasche einstechen, Faden nach vorne holen. So. Und dann ihr das dann gemacht habt, sagen wir, das wären jetzt eure 15 plus 2 Randmaschen Rippenblende für den Schalkragen. Dann macht ihr den Maschenanschlag in dieser Weise durch das Aufstricken von Maschen weiter. Und am Ende wieder eine Luftmaschenkette. So, das hat den Vorteil, dass ihr nicht wie hier Maschen wieder aufnehmen müsst aus dem Gestrick, sondern später einfach diese Luftmaschenkette auftrennen könnt und die Maschen lose habt und aufnehmen könnt. Das ist ein bisschen eine sauberere Variante. Wer das mal ausprobieren will, kann es gerne tun. Aber dies hier ist auch nicht verkehrt. Okay, soweit. Dann freue ich mich. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Fragt, wenn irgendwas unklar ist. Bis dahin. Tschüss.